herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Part Pokémon Vintage White Nuzlocke. Beim letzten Mal sind wir ja bis vor die Höhle gekommen, weil dieses Spiel einfach brutal ist. Und ja, das wird noch ein großer Spaß. Wir haben Papinella mit der Charlie Berry dabei. Dann haben wir Reptain mit weiterhin am Start, unser Techniker Boy. Ich sortiere einfach mal ein bisschen die Moves nebenbei. Wir haben jetzt einen Fumpy, das heißt, wir haben endlich mal was, was wir in Elektro-Attacken reinwerfen können, was nicht Reptain ist. Der ja jetzt nicht unbedingt der Bulkigste ist und Fumpy hat wenigstens direkt eine Immunität und Magnitude auch. Anton ist weiterhin mit am Start, unser Wasserpsycho-Pokémon. Und wir haben mit Skiploom mit Prankster hier, gerade mit Poison Powder, Sleep Powder, Synthese-Kram, können wir da, ups, stopp, noch recht viel machen. Und dann haben wir natürlich noch unser Swallow mit am Start, mit Guts Wing Attack, welches hier 80er Base Power hat. Ich bin gespannt, wie viel Borschnabel dann hat. Oder ob es Borschnabel hier überhaupt gibt, ne? Das ist natürlich auch nochmal eine andere Frage. Und den restlichen Moves fief sogar hier nur Base Power 40 deprimierenderweise, aber hey. Ich habe auch gerade gemerkt, wir haben einfach drei Flug-Pokémon schon. Das ist an und für sich recht viel. Wenn man bedenkt, dass wir noch eine Käfer-Arena bekämpfen müssen, das finde ich schon mal ganz gut. Ich hoffe halt, dass wir in dem Part ein bisschen was bekommen, womit wir gegen normal besser aufgestellt sind, Akka. Ich glaube, wir haben eh nur noch einen einzigen Encounter vor der nächsten Arena. Deshalb, ich hoffe, das wird ein guter Fighting-Type, weil ansonsten wird das hier ein bisschen knivelig. Okay, Level 19 ist der erste Mal. Das klingt erstmal nach etwas, was handelbar ist. Und ich habe das Gefühl, der kann wirklich schon giftig, ich hasse mein Leben, ne? Und wir starten direkt mit einem absolut knackigen Crit in dem Part. That's what we want to see, not. Ja, das ist schon mal ziemlich beschissen, würde ich sagen. Ich wechsle jetzt trotzdem mal in Anton. Ich weiß gar nicht, ob wir vor dem Doppelkampf dann geheilt werden oder nicht. Aber ich hoffe, der wird jetzt einfach geparat oder drückt irgendwas Dummes wie Brian, also Lake. Base Power verdoppelt sich davon ja, wenn man gedingst. Deswegen gehen wir jetzt auf eine schöne Runde Psybeam. Die sollte guten Damage hinterlassen, sehr guten. Und ich hoffe, wir leben jetzt den Gift-Tip einigermaßen gut. Puh, einigermaßen ist ein großes Wort dafür, um ehrlich zu sein. Können den aber jetzt mit Psybeam rausnehmen. Das Problem ist, das hat mich jetzt gerade schon meine Sinebeere gekostet. Und wir müssen jetzt gleich noch einen Mon hier besiegen. Also das ist halt einfach, und wir sind zwei Level drüber, ne? Es ist halt einfach brutal, dieses Spiel, ne? Es ist einfach brutal. Ha, okay. Also ich überlege, ob wir hier in Yukiko gehen, weil drin bleiben können wir in der KP-Range nicht wirklich. Ich weiß halt nicht, wenn ich jetzt Anton hochheile, ob wir... Er könnte halt auch Undicht-Attacken wie Gewissheit und so eine Kacke haben, da habe ich wenig Bock drauf. Deshalb wechsle ich jetzt einmal meinen Belex und guck mal, was der macht. Wir haben ja unser eines Highlight-Item, ich glaube, sehr oft habe ich noch nicht Gebrauch davon gemacht, weil gefühlt alles mich two-shottet. Ah ja, Destiny Bond, so eine Kacke machen wir hier also. Dann gehen wir mal auf Workup, ich kann mir zwar einen Clear Smog auch sehr gut vorstellen, but hey, wir müssen jetzt einmal diese Destiny Bond-Runde umgehen und Smokescreen. Interessante Wahl an Moves, die der da hat. Aber finde ich schon mal besser als... Oh, als irgendwas, was offensiv mir viel Damage macht. Weil da kann ich ja zur Not einfach wechseln. Ne? So ist jetzt nicht. Ich hoffe, wir connecten jetzt mal was. Wunderbar. Das könnte vielleicht sogar killen, weil wir sind auf plus 1. Und ich wollte gerade sagen, wir sind ein Swallow. Aber nein, tun wir leider nicht. Den nächsten Destiny Bond umgehen wir halt auf dieselbe Art und Weise. Wir gehen nochmal auf Workup und ich... bete, dass wir die nächste Wing Attack einfach gleich landen und dann ist alles gut. Das, also für sowas fände... Ah, ja, und das habe ich gehofft, dass das nicht passiert. Weil wenn er jetzt Destiny Bond durchspammt, dann müssen wir das anderweitig erledigen. Wir hätten hier noch die Möglichkeit, auf den Sleep Powder zu gehen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Weil so seine anderen Sachen waren halt bisher immer so Smokescreen. Und er geht weiter auf Destiny Bond. So, das ist im Endeffekt sogar gut. Solange wir jetzt in der nächsten Runde unseren Sleep Powder hitten. Komm schon, Jerry. Wunderbar. Damit pennt er jetzt diese Runde auf jeden Fall. Ich hoffe halt, dass wir einen Two-Turn-Sleep bekommen. Weil ich jetzt gern wieder in mein Schwelle wechseln würde. Und einmal eine ganz gediegene Wing-Attack in seine Fresse donnern möchte. Bitte schlaf weiter. Wunderbar, weil dann haben wir diesen Kampf jetzt schon mal überstanden. Und der war auch schon wieder herausfordernder, als er das sein sollte. Kommen wir also direkt zum Doppelkampf mit Sharon zusammen. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Ich meine, also Doppelkämpfe sind nie gut. Das ist schon mal primär Sache Nummer 1. Drowsy plus Haunter. Aha, wurden wir geheilt oder nicht? Das ist halt auch ein Kasus-Knaxus-Frage. Wir wurden nicht geheilt. Bro, das ist schon ein bisschen asozial. Ich glaube, wir können trotzdem ganz gut erstmal in Belex gehen.
bei Haunter mich potenziell mit einer Geistattacke einfach angreifen wird und Geistattacken jucken den relativ wenig. Okay, es kommt Smog. Ist auch noch aushaltbar, ist noch okay. Flame Wheel von Combusken sollte... Ah, mir wäre es lieber, wenn der Haunter angreift. Holy shit, das hat halt gar nichts abgezogen, ne? Das hat halt wirklich gar nichts bei Drowsy an Damage gemacht. Ach du Scheiße. Na gut, wir gehen auf den Wing Attack gegen Haunter, weil ich ganz gerne den direkt... Also eine Seite erstmal würde ich gerne wegbekommen. Jetzt hoffentlich greift er auch Haunter an. Warum greift der Traumato weiter an, dieser dumme Dumbarts? Okay, es kommt Hexe. Ich wollte gerade sagen, das geht 100% nicht auf uns. Und da kommt ein Swagger. Boah, also das könnte man jetzt nutzen. Man könnte es auch sein lassen. Ich glaube, ich will das soweit nicht nutzen. Was haben wir hier noch? Eine Oran Perry in the bag. Ich würde vorerst einmal in Yukiko einmal wechseln. Hoffen, dass das Combusken den Kill auf Haunter sieht und den jetzt mal rausnimmt. Und zur Not kommt wahrscheinlich eh wieder Hex auf Funpier und dann können wir da wechseln. Wunderbar, der besiegt das Haunter, das ist sehr schön. Jetzt können wir maximal von Drowsy Damage bekommen. Und Drowsy kann da erstmal noch eine Weile stehen bleiben. Das ist erstmal noch mehr oder weniger okay. Das wird jetzt wieder ordentlich scheppern. Und das war's mit Combusken. Ja, schauen wir mal, was reingeschickt wird. Hunduster. Und Evoli. Da bin ich jetzt natürlich sehr gewillt, einfach drin zu bleiben. Und eine schöne Runde Intensität, so heißt der Move auf Deutsch, einzusetzen. Die Frage ist, ob es... Ja, es bleibt mir eigentlich nicht wirklich was übrig, ne? Ja, wir müssen Magnituden, ne? Haunter geht auf Ness. Das ist sehr gefährlich. Das ist jetzt sehr gefährlich. Ich hoffe, wir kriegen eine hohe Intensität. Curse von Evoli. Ja, kann gut sein, kann auch schlecht sein, da ich lebte zumindest die Intensität besser, ne? Der ist schon mal etwas. Es kommt wieder Swagger auf. Okay, das kann uns jetzt sehr nützen. Das kann auch jetzt richtig in die Hose gehen, wenn wir uns jetzt selber boxen. Bitte box dich nicht selber, Funpi. Es wäre jetzt sehr wichtig, dass du dich nicht selber boxst. Okay, und der Magnitude 8! Ja, auf plus 1 nehmen wir auf jeden Fall Hunduster raus. Okay, das war jetzt Gold wert. Actually könnte der Swagger hier richtig gut für uns gewesen sein. So, und jetzt muss ich einmal nur überlegen, ob ich jetzt hier drin bleiben möchte. Wenn ich mich halt selber boxe, ist schon mies kacke. Ich glaube, wir gehen in Jerry. Weil selbst wenn Jerry sich einmal selber boxt, ist es okay, der hat nicht so viel Attack. Wir haben eine Synthese auf dem, mit dem wir uns noch heilen können. Wir haben auch allgemein noch das eine Highlighten. Also von der Seite ist das alles erstmal in Ordnung. Hypnose auf Evoli kann mir, also könnte mir nicht scheißegal sein, was mit diesem Evoli vorher passiert. Was mir gar nicht so egal... Oh, das ist mir tatsächlich gar nicht so egal. Dass der Bad Dreams hat, ist eine wilde Info. Aber es passt sehr gut zu ihm, muss man sagen. Wie viel macht denn das so? Ja, Megasauger zieht nicht viel ab. Oh, der kann Traumfresser. Ja, das ist schon ein bisschen nervig. Weil jetzt holt er sich wahrscheinlich ja nochmal ganz gut KP zurück. Aber ich glaube, Sharon müsste noch einen Mon haben. Ich wollte gerade sagen, hat er nicht sogar noch zwei? Neben Snorunt hat er, glaube ich, noch was. Das heißt, wir sollten Drowsy jetzt an der Stelle erstmal ganz gediegen wegbekommen. Hoffentlich, weil Snorunt jetzt, ich bete, auch einen Angriff durchbekommt. Ich meine, zur Not wäre es geblumt schneller. Also, es wäre jetzt nicht mega dramatisch, wenn nicht. Bitte. Wäre aber trotzdem nett, wenn du dich... Wenn du dir nicht unnötig Chip gibst. Andererseits wird dann eher das Mon angegriffen. Ne? Das ist halt auch die Sache. Dann sehen die Gegner eher den Kill darauf. Also von der Seite ist das eigentlich gar nicht so verkehrt. Und jetzt haben wir Drowsy erstmal weg. Und wir haben Prio Sleep Powder / Prio Poison Powder noch mit am Start. Oh mein Gott, der hat jetzt noch eine Runde, in der er sich selber boxen kann. Und dann benutzt der Brian. What the hell is wrong with you? Wir schläfern Spoink erstmal ein. Weil ich glaube, einschläfern ist immer besser, als erstmal zu poisonen. Außer ich merke wirklich, scheiße, der Schlaf wird mir nicht so viel bringen. Ich glaube, overall ist Schlaf schon geiler. Und Snorunt beteiligt sich halt auch gar nicht. Aber ich lehne mich jetzt so weit aus dem Fenster und sage, Spoink ist kein Problem. Okay, wie ich gerade lernen durfte, hat Spoink sogar die Fähigkeit Magic Guard. Und benutzt Snarl und das hat sehr viel abgezogen. Meine Hypothese wäre momentan, dass Spoink sogar den Dark-Type dazu bekommen hat. Oh mein Gott. Weil das würde zumindest sehr viel Sinn ergeben mit dem Damage von Snarl und warum es auch Snarl eher gedrückt hat. Klar, ist auch ein Support-Move, aber hey. Wir können jetzt einmal in Erik auf jeden Fall jetzt noch wechseln. Und dann ist hier endlich mal Schicht im Schacht. Und dann war Sleep Powder auf jeden Fall der Play. So habe ich das gar nicht betrachtet, dass der natürlich auch Magic Guard haben kann. Ich dachte mir erst, oh scheiße, was ist, wenn der Insomnia hat, aber... Hat er offensichtlich nicht. Und das ist auch nicht so geil, ne, dass der Magic Guard hat. Aber es ist eine Info, die tragen wir auf jeden Fall in unserem Köpfchen, hoffentlich zumindest, weiter.
Und hier liegt noch die TM10 Hidden Power herum. Ich frage mich, ob es irgendwo jemanden gibt, der uns hier sagen kann, was für eine Hidden Power wir haben, weil das wäre schon eine echt geile Info. Ansonsten muss ich die halt anderweitig herausfinden, ne? Oh, und wir kriegen hier sogar nochmal TM95 Snarl geschenkt. Ja, das sind die Heilbälle gewesen, die wir hier geschenkt bekommen haben. Dann würde ich sagen, mache ich mich hier auf der nächsten Route und gucke einfach, was wir hier so treiben können, wie die Gegner so gelevelt sind. Ich muss natürlich immer, was ich gerade noch nicht so im Kopf habe, ist natürlich wieder mal meine Level Cap. Hä, ich habe doch gerade gesehen, dass meine Pokémon geheilt gewesen sind. Hä? Okay, offensichtlich bin ich blind geworden. Okay, der erste Routentrainer ist schon mal wenigstens roundabout auf Level 20. Das klingt für mich zumindest schon mal nach etwas, was man ganz gut hinbekommen kann, würde ich sagen. Ich glaube, Seedra hat eine sehr viel schlechtere Speedev als Dev. Wir haben auch Screech gelernt. Ich habe alles auf 23 gebracht, weil hier eine Level Cap von 23 halt dran steht. Deshalb ist das, denke ich mal, eine relativ schlaue Sache. Ich meine, die Level Cap ist halt 26, also wir sind da jetzt halt echt nicht mehr so weit. Nee, Lenora ist ja 28, ich dödel. Ich habe immer nur das Gym gelesen, das ist nämlich 26, aber Lenora ist ja die Arena-Leiterin. Die ist 28, ja gut, dann haben wir ja noch ein bisschen. Das lief actually sehr, sehr gut. Ich glaube aber, dieser Trainerkampf könnte durchaus schwieriger sein, wenn ich gerade nicht Reptane im Lead gehabt hätte. Da wir auch momentan ein bisschen auf Messers Schneide sind, habe ich mich auch dazu entschlossen, wir werden aber jetzt nicht mehr alle Trainerkämpfe machen. Weil ich habe das Gefühl, sonst schaffe ich dieses Projekt definitiv nicht. Also das wird halt einfach sonst nichts. Also ich werde natürlich jetzt nicht alle skippen, ich werde wahrscheinlich so ein bis zwei Trainer maximal pro Route skippen. Aber wenn halt etwas da ist, was nicht unbedingt in meinem Weg ist, will ich jetzt nicht extra zu dem Trainer nochmal hinlaufen. Leck mich doch am Zuckerli. Ey, warum ist denn das hier ein Dürre Sonflora mit Incinerate? Er hat meine Oranberry natürlich abgeburnt, aber das ist auch keine Surprise. Aber ich bin auch echt gespannt, ob ein Trank am Ende des Tages hier ausreichen wird. Da bin ich mir, um ehrlich zu sein, auch noch sehr unschlüssig, ob ich das so schaffen kann. Ich bin am Überlegen, das wirklich auf 3 zu erhöhen, weil momentan sehe ich da sehr schwarz, um ehrlich zu sein. Also allein wenn jetzt hier schon so Incinerate-Sachen kommen, die mir dann die ganze Scheiße hier kaputt machen und so, weiß ich nicht, ob das sonst was überhaupt werden kann, um ehrlich zu sein. Okay, und das letzte Mal in Form von Gopin hat auch ganz gut funktioniert. Also ich muss sagen, Disable Anton, ich habe nämlich gerade noch das Incinerate disabled, ist bisher auf jeden Fall der Play, muss ich gestehen. Also bisher hat er mir schon so auf den Arsch gerettet, einen Move zu blockieren. Ich muss auch sagen, ich glaube, was momentan einfach ein immenses Problem ist, ist, dass meine Mons jetzt nicht so typenvariationstechnisch richtig geil aufgestellt sind. Wir haben halt 3 Flug-Pokémon in unserem Team, wodurch halt schon... Okay, Überreste. Wodurch man halt schon in eine gewisse Problematik einfach hineinkommt, die nicht geil ist, sage ich euch. Und damit sind wir auch schon in der neuen Stadt. Ich muss mal gucken, vielleicht nehme ich den einen Trainer nachher noch mit. Ich würde aber ganz gerne erstmal noch unseren nächsten Encounter mitnehmen. Einmal auch nur, um nicht die ganze Zeit... Low Speed ist schon mal sehr, sehr gut. Nicht die ganze Zeit da wirklich mit 3 Flug-Pokémon rumzulaufen. Weil also, wenn da halt ein Eis-Pokémon kommt, ich habe halt noch einen Grass-Type mit dabei daneben. Ich bin halt richtig am Arsch einfach momentan. Also, da merke ich halt auch einfach so, auch das tote Natu auf der Bank hätte mir da auch nicht viel geholfen, weil ich halt 3 Millionen Flug-Pokémon ziehe. Schwierig. Ah, hier könnte man noch Petilil gegen Courtney traden. Puh, weiß jetzt nicht, ob das eine so krass viel besser ist als das andere. Beziehungsweise, warte mal. Der Trade funktioniert doch gar nicht. Es gibt kein Petilil und kein Courtney in dem Spiel. Was könnte man da traden? Vielleicht gehe ich dann noch in die Recherche, aber ich bin ehrlich, so sehr interessiert es mich eigentlich auch nicht. Okay, ich wollte gerade sagen, ich finde es sehr schade, dass man eigentlich in dieses Café hier kann, aber es bringt einen nichts. Aber ich habe immerhin gerade einen Soda-Pop bekommen und das muss ich sagen, nehme ich tatsächlich als eines Highlight-Item mehr als gerne mit. Also ich hätte auch allgemein gerne so diese Billig-Sachen, also sowas wie Fresh Water zum Kaufen gerade, weil... Also ein Geldschwimmen tue ich jetzt auch nicht gerade, muss ich gestehen. Komm mal her, kann ich bei dir was kaufen? Nee, Kaffee-Specials und Wednesdays. Hä? Ich nehme das wirklich an einem Mittwoch gerade auf, was soll das? Gemein. Na gut, so. Das hier sollte dann jetzt eine neue Route sein.
Und so wie ich das irgendwo schon mal gelesen habe, ah ja, vielleicht bei den Level Caps, steht nämlich hier schon, dass Pinwheel Forest Outside und Inside getrennt sind. Das heißt, das hier ist einmal eine neue Route und wenn wir links hingehen, kriegen wir da auch gleich noch eine neue Route. Was ich sehr, sehr nice finde, muss ich gestehen, nehme ich natürlich sehr, sehr gerne mit. Mich würde mal interessieren, ist Team Plasma da weiterhin dabei noch? Und ich kann da immer noch nicht durch, ne? Wäre aber geil gewesen, wenn das funktioniert hätte, ne? So, und da mir hier wieder angezeigt wird, dass Pinwheel Forest Outside. Wobei, sind wir gerade Outside oder Inside? Müsste Outside sein. Eine 26er Level Cap hat, dachte ich mir, ich level zumindest einmal hier alles auf 25 Minimum. Denn da entwickelt sich auch unser wundervolles Fampin zu Dornfarn. Und mit Dornfarn haben wir, denke ich, auch schon mal wesentlich bessere Karten, weil das ist dann doch nochmal ein Stat-Buff. Den nimmt man sehr gerne mit. Und Eisschad als Prio-Attacke auch sehr nice. Ich bin halt gerade am Überlegen, Magnitude wollte ich halt behalten, weil ich mir dachte, falls wir mal müssen, ne? Takedown ist nicht schlecht. Aber ich glaube, wir behalten sogar Flail noch, weil da kann man strategisch maybe noch ein bisschen was rausholen. Ja, Punkt. Ich habe das Happiny gerade mit Wing Attack angegriffen und da stand gerade da, das wäre sehr effektiv. Gegen Chansey ist es aber neutral. Okay, das hat mich jetzt kurz etwas verwirrt und ich kriege auch nur ein XP-Erfahrung. Aber das könnte auch einfach nur an ihr liegen. Aber wahrscheinlich, dass man wegen Chansey und so nicht overlevelt. Dafür ist es vermutlich. Was haben denn die kleinen Kiddies so? Die kleinen Kiddies haben Kecleon. Ha. Also zumindest eins von denen. Also erstmal ist das okay, I guess. Gucken wir mal, ob der Protein oder Farbwechsel ist. Oder gar nichts von beiden, den Anschein nach. Das ist auch erstmal in Ordnung für mich, muss ich sagen. Ich glaube, es ist Techniker-Damage, ne? Ich merke gerade, einen Crit nehme ich jetzt hier raus, aber ich wüsste jetzt auch, um ehrlich zu sein, nicht, wen ich reinwerfen soll. Das war gerade eine absolute wilde Runde zwischen Min und Max Roll. Ich bin gerade sehr froh, dass wir hier so einen Swallow haben, ne? Und einen Donphan. Weil ich glaube, die sind jetzt gerade so vom Power-Level her schon echt gut dabei. Ich glaube, wir haben uns Donphans Werte noch gar nicht angeguckt. Wir haben jetzt Battle Armor. Oh. Das ist auch nochmal richtig nützlich. Bulldoze hat hier sogar Base Power 70. Das ist auch sehr, sehr geil. Donphan gefällt mir hier an der Stelle richtig, richtig gut, muss ich sagen. Also gerade weil Bulldoze auch stärker ist, Inner Drop immer mega geil. Und Battle Armor ist unfassbar nützlich. Jetzt noch ein Bedrohermon, ne? Und dann hätten wir hier schon eine wundervolle Synergie Magma. Als hätte Downy Downsize gerochen. Eigentlich nicht. Ich dachte eigentlich, er hätte einfach nur nochmal Kecleon oder irgendwie so ein Normal-Scheißerli. Nicht schon wieder so eine Dürre-Kacke. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, Donphan sollte das meist überleben. Auch Flame Burst. Wir können ja nicht gecrittet werden. Ja, aber es hat trotzdem sehr gezwiebelt, muss ich gestehen. Ach du heilige Kacke. Aber nach dem Bulldoze sind wir zur Not schneller, denke ich. Aber ich wollte auch gerade sagen, ich glaube jetzt nicht, dass Magma das übersteht. Och nee, nicht Maskering. Ich habe ja gar keinen Bock auf den als Gegner, hä? Aber bei Maskering kann ich mir gut vorstellen, dass der den Wassertypen dazu bekommen hat und dann Papinella ein ganz guter Bursche dagegen ist. Weil auf den habe ich ja, auf den habe ich wirklich keinen Bock. Bubble Beam spricht schon mal ein bisschen dafür, heißt aber noch nichts. Und dann gehen wir mal auf eine gediegene Runde Air-Cutter. Okay, das Teil ist schneller und setzt selber Air-Cutter ein. Das ist nicht ganz so gut, aber ich denke, das leben wir noch, weil wie gesagt, also eigentlich sind die Teile. Warum triggert keine Beere gerade bei mir? Ach, ich hatte die Anti-Gesteinbeere hier drauf. Stimmt, da war was. Ich war gerade ein bisschen so. Ich habe doch Intimidate gesehen. Der kann keinen Unnerf haben. Was ist denn jetzt los? Aber so ist noch in Ordnung. Der crittet Gott sei Dank nicht. Der macht gar nicht so viel Schaden. Ich habe gerade überlegt, ob ich einmal Workup drücke, aber. Ich glaube, bevor der dann doch irgendeine random ass Kacke wieder auspackt, weil teilweise halt Mons hier einfach schon so wilde Moves haben, besiege ich den lieber. Ninjas klingt auch nach einem Mon. Was wir ganz gut mit Swallow hinbekommen sollen. Swallow bisher sehr nice am Performen. Ich meine, er hat auch einen Base 80er Move an der Stelle, ne? Also von dem erwarte ich auch ein bisschen, dass der performt. Ich hoffe, das killt einfach. Wunderbar. Keine Doppelteam-dummen Kacke-Sachen. Das finde ich auch immer ein Träumchen. Und was ist das letzte Mon? Shedinja kriegen wir auch hin. Haben wir genug Mons, die effektiv gegen den sind. Wir haben jetzt auch inzwischen Egelsamen auf unserem Skiploom. Das habe ich, glaube ich, noch vergessen zu erwähnen. Also von dem her. Ich bin immer sehr dankbar, wenn ein Trainer so clean läuft. Ne? Weil das passiert sehr selten. Weil ihr habt ja auch gemerkt, ich schneide fast alle rein. Und damit haben wir uns erfolgreich zum Doppelkampfgras vorgekämpft. Wunderbar. Wir kriegen aber offensichtlich keinen Doppelkampf. Wir kriegen aber einen Rabauz. Das ist tatsächlich echt gut, glaube ich.
Ich sage euch, wie es ist. Ich glaube, der ist wirklich gut, weil der entwickelt sich auf jeden Fall bis Level 20. Es ist mir, glaube ich, erstmal tendenziell recht egal, wen ich bekomme. Wobei mir Hitmon... Ich weiß gar nicht, wer mir am liebsten ist, um ehrlich zu sein. Ob Hitmon Top mit einem potenziellen Bedroher nicht sogar am Geisten einfach ist. Ich glaube, fast Hitmon Top wäre das Beste. Aber ich bin erst einmal mit allem sehr d'accord. So, dann gucken wir uns unseren Clan Rucker mal an. Wir haben einen Impish Nature, das ist mega gut für den nächsten Dings. Ja, mehr kann ich da nicht wirklich raussehen. Ich habe allerdings schon mal Tyrok aufgemacht, denn Tyrok selbst hat jetzt 50 in jedem Wert. Das ist aber relativ egal. Anscheinend kann man jetzt nämlich via Steine die entwickeln. Mit dem Dawnstone zu Hitmonchan, Duststone zu Hitmonlee und Shiny Stone zu Hitmontop. Da ich keine Ahnung habe, wo man diese Steine herbekommt, habe ich mal geguckt. Und da das Spiel auf Pokémon World Wide basiert, müsste man eigentlich in der im Wellington Cave oder so hieß es, sich die Steine alle in diesen Dustwolken holen können zu einer super geringen Chance. Deshalb habe ich auch nochmal bei Pokémon Challenges geguckt, wie der das gemacht hat. Und der hatte dann auch einfach einen Hitmontop. Deshalb gehe ich davon aus, dass ich mir das gleich machen darf. Wir werden nämlich auch Hitmontop nehmen. Der hat jetzt 60 HP, 100 Attack statt 95. Ja gut, mehr wurde nicht geändert. Aber das reicht mir auch, um ehrlich zu sein, weil der hat ja im Normalfall, sollte der Bedroher haben, und dann will ich den ja auf jeden Fall haben. Also Hitmonchan wäre natürlich auch cool, der hat 65 in HP bekommen, ich vermute Hitmonlee wird genauso sein, der wäre natürlich offensiv krasser. Ne, Hitmonlee hat tatsächlich 68 in Def statt 53, da hat er nochmal 15er Buff bekommen. Aber ich denke, Hitmontop, vor allem weil ja auch irgendwann Doppelkämpfe kommen werden, wird hier der beste Supporter sein. So, wir haben gleich zwei mehr oder weniger Veränderungen. Wir haben hier einmal unser Hitmontop, der Intimidate Gott sei Dank hat, was mega gut ist. Mit Fake Out, Helping Hand, Quick Attack und Low Sweep. Also im Doppelkampf auf jeden Fall gigantischer Support für uns. Donphan habe ich jetzt Rock Smash beigebracht, weil ich gesehen habe, dass Rock Smash einfach 70er Base Power hier hat, was actually echt gut ist, muss ich sagen. Ich glaube, bei dem ist nichts passiert. Hier habe ich noch Rock Smash beigebracht. Das Ding habe ich auch nochmal entwickelt, unser Jumpluff, weil ich mir dachte, ich mache den einfach ein Level nochmal höher und dann haben wir dafür halt einen freaking Jumpluff jetzt schon dabei. Das lohnt sich dann, denke ich, wesentlich mehr. Ja, und Papinella ist halt noch mit dabei, ne? Und ich habe die Vermutung, dass wir tatsächlich jetzt einen Doppelkampf haben werden gegen Sharon, sage ich schon, gegen N. Weil das Spiel basiert ja auf Pokémon World Wide und World Wide hat hier einen Doppelkampf. Und dann ist, glaube ich, nämlich auch Alui ein Doppelkampf. Und da habe ich gar keinen Bock drauf. Was ist das? Also jetzt mal wirklich, was ist das? Kommen jetzt Dürre und Bedroher auch beide im Lead direkt? Ist das euer... Ihr wollt mich verarschen. Also das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, oder? Ich meine, wir kriegen Gott sei Dank einen Bedroher drauf. Jetzt ist halt Bulldoze das Problem. Ich will eigentlich schon Fake-Outen. Und dann würde ich eigentlich schon ganz gerne einen Bulldoze hier allgemein raushauen. Weil dann könnten wir danach, glaube ich, nämlich mit Helping Hand Bulldoze einfach auch weiter killen. Und deshalb glaube ich, ist das sogar hier mein Play. Weil dann kann Bulnona nicht einen Solarstrahl abfeuern, den ich so einschätzen kann. Oh... Oh, oder sowas ist natürlich die Strategie. Das kann natürlich auch sein. Aber auf minus 1 Speed sollten wir die... Oh, okay. Oder wir killen die auch einfach jetzt schon so im Endeffekt. Ja, dann ist ja mein Play Mantaman zu wechseln. Dann würde ich sogar Belex reinschicken. Und ich denke, wir sollten den outspeeden und können dann mit Bulldoze easy killen. Also auf minus 1 sollten wir, dadurch, dass wir auf 5 Level drüber sind, weil der ist nur auf 21. Oder auch nicht. Okay, das ist schlecht, wenn der mich schon outspeedet. Bulnona ist actually langsamer als Sakani. Das ist sehr interessant. Ey, aber wir haben beide schon mal weggeschallert. Das ist mega gut für uns. Also richtig, richtig gut. War auch ein guter Lead für uns. Aber gut, mit Hitmon Top zu leaden ist jetzt, glaube ich, auch nicht gerade unbedingt eine Challenge. Da kommt ein Exeggutor. Okay, da ist Belex natürlich nice. Und auch ein Hitmon Top. Okay. Da jetzt ein Bedroher ist nicht ganz so geil, natürlich, ne? Aber ich will, glaube ich, Exeggutor als erstes wegbekommen, weil dann können wir Hitmontop später wieder reinbringen. Und ich glaube, Jumpluff als auch Papinella sind eigentlich zwei sehr gute Switch-Ins. Ich finde sogar Papinella besser, weil dann können wir auch nochmal R-Cutter drücken.
Mit Belex müssen wir maybe wechseln, je nachdem, was Executor und Hitmontop machen. Die Frage ist natürlich, was für Scheiß-Coverage haben die jetzt wieder? White Guard. Okay. Das ist nicht schlimm. Das ist vor allem eher eine sehr gute Info, weil dann drücke ich jetzt nicht gleich Aircutter, sondern drücke vielleicht sogar die Stun-Spore auf das Hitmontop. Und da kommt ein Gigasauger von ihm. Das ist eine knackige Vierfachresistenz. Er sollte sich nicht allzu viele KP da zurückholen können. Und ich glaube, mit Wing Attack sollten wir den jetzt auch immer killen. Wir können sogar auf Nummer sicher gehen und gehen sogar noch auf einen Megasauger. Okay, er drückt nicht mal White Guard nochmal, es wundert mich. Okay, aber wir nehmen den auch so raus und damit stehen wir 2 gegen 1. Actually bin ich erstaunt, wie gut dieser Endkampf lief. Ich bin regelrecht erstaunt. Also ich glaube, wir hatten jetzt für diesen Kampf den optimalsten Lead vorne, der möglich war. Und ich glaube, wir hatten ein bisschen Glück, dass dieser Flame Wheel so random mehr oder weniger kam. Oh. Ach du heilige Kacke. Ich habe jetzt auch endlich mal Zitrobeeren ausgerüstet. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit mit Oranberries noch gespielt habe. Aber naja, wir hauen mal einen Bedroher raus und können ja jetzt hier einfach Aircutter klicken, ne? Also Papinella können wir hier, denke ich, recht sicher drin lassen und dann sollte da auch alles fit gehen. Wir können sogar in der nächsten Runde nochmal Fake-outen, haben noch einen Bedroher. Er geht sogar auf White Guard, das ist okay für mich. Das ist wirklich nicht schlimm. Klar können wir jetzt nicht Aircutter klicken, aber am Ende des Tages gewinnen wir ja trotzdem easy gegen den. Ich glaube, Fake-out müsste auch immer vor White Guard noch kommen, zur Not sollten wir auch einfach schneller sein. Jetzt können wir ja mit Megasauger plus Dings den besiegen. Wir haben ja sogar hier nochmal eine knackige Prio, die wir mitnehmen können. Und dann sollte der weg sein. Ja, White Guarded sogar nochmal, aber ist egal. Ey, Endkampf? Reibungslos, würde ich eigentlich sagen. Reibungsloser Endkampf. Und das finde ich sehr, sehr gut. Nur jetzt kommt die größere Hölle, muss ich gestehen. Denn jetzt kommen gleich die Arena-Trainer. Und die haben wir beim letzten Mal richtig den Hintern aufge... Was auch immer hat. So, dann gucken wir mal, was die ersten Trainer hier so im Pedo haben. Und was die mir so antun können, wie strong die so sind. Ne? Das bemessen wir ja alles so ein bisschen auch anhand des ersten Trainers. Ich glaube, es müsste 3 Trainer hier drin geben. Den kleinen Dulli, eine Professorin und noch ein Mädel, glaube ich. Wenn ich mich da recht entsinne. Und Granbull ist direkt mal ein großes Fragezeichen für mich, weil das ist ja eigentlich ein Feen-Pokémon. Da wäre es jetzt natürlich interessant zu wissen, ob das Teil jetzt Normalfee ist oder ob das in irgendeiner Form, weiß ich nicht, was noch für einen Boost bekommen hat. Wir haben auf jeden Fall jetzt die schöne Synergie mit Kampfpanzer plus Bedroher. Wir können ja durch Kampfpanzer nicht gekrittet werden, das heißt, wir müssen keine Angst haben, dass der das irgendwie dumm umgeht. Das war aber trotzdem echt viel Damage. Also ich muss sagen, dafür, dass das hier, also das ist, glaube ich, ein Normal-Type. Würde ich jetzt einfach behaupten, so. Ich glaube, ich wechsle sogar nochmal in Hitmontop rüber und versuche mit Hitmontop, dem habe ich jetzt auch Workup beigebracht, ihm das beizubringen, dass ich einfach mit dem jetzt maybe durch alles gleich wie Buddha durch ein Buddha-Messer gehen kann. Ja, wie Buddha durch ein Buddha-Messer quasi. Das ist, denke ich, nicht verkehrt. Wie gesagt, ne, Crit ist so ein Ding, aber das muss ich, glaube ich, ein bisschen risikomäßig hier mal eingehen, weil... Ja, es gehört ein bisschen dazu. Ich merke gerade, der nimmt gar keinen Recoil, ne? Der Rockhead? Der müsste Rockheads haben, ne? Die Frage ist halt nur, ob mein Hitmontop alles outspeedet, was da so kommt. Aber ich denke ja. Also wir sind ja jetzt gerade 3 Level drüber. Ich glaube, das wird bei allem so bleiben. Das wird mich zumindest arg wundern. Bitte tun Sie es nicht, Herr Granbull. Okay. Ist natürlich ein bisschen risky wieder, was ich hier mache. Weil, na, es könnte halt mich alles kritten. Und Hitmontop, glaube ich, für diese Arena zu verlieren, das kann er auch gleich aufgeben wahrscheinlich. Aber so sollten wir, denke ich, durch diesen Arena-Trainer schon mal sehr gut durchkommen. Außer er hat einen freaking Noctu, dann natürlich nicht. Wobei, auf plus 2 könnten wir den killen. Ich würde es echt gerne herausfinden, ne? Das ist jetzt ein bisschen sehr risky. Oh, warte, das ist ein... Ist das nicht... Okay, es ist doch nicht Psycho-Flug, wollte ich gerade sagen. Und er Core-Minded. Also ich habe gerade eben gesagt, wir sollten Hitmontop nicht risken. Das habe ich gerade sehr gut nicht befolgt. Also ich weiß, ich glaube, in meinem Kopf ist Hitmontop gerade auch viel bulkiger, als er das am Ende ist. Und Noctu ist wahrscheinlich sicher auch irgendeinen Buff bekommen, Porygon 2, okay, aber der sollte da ein, denke ich. Irgendeinen Buff bekommen, den ich gerade nicht im Kopf habe, ne? Das ist eigentlich gar nicht schlau. Aber den ersten Arena-Trainer schon mal besiegt. Wenn auch man ein großes Fragezeichen dahinter setzen muss. Und
wir haben schon sehr viele Erfahrungspunkte wieder hier bekommen. Ne? Das ist halt Problem Nummer 2. So, ich hoffe, die hat jetzt nicht auch zu viele Pokémon. Okay, 2 klingt schon mal eher machbar. Tauros. Ich vermute, das zweite Pokémon wird dann auf Miltank hinauslaufen. Aber ich denke, wenn wir jetzt wieder in Donphan gehen, können wir eigentlich... Also ich glaube, die Kombination aus Hitmontop plus Donphan kann eigentlich das erste Mon immer ganz gut besiegen. Und dann könnten wir nämlich auch noch... Und dann haben wir ja noch ein bisschen was im Pedo, ne? So ist jetzt nicht. Ich überlege auch momentan, ob ich nicht meinen Anton raus tue und Reptain reinhole. Weil ich habe auch nachgeguckt, wann sich Anton entwickelt. Und in dem Spiel tatsächlich schon Level 28, was halt die Level Cap ist. Deshalb bin ich mir da gerade gar nicht so... Boah, ist ja gar nichts abgezogen. Mega geil. Ob das nicht irgendwie schlauer ist. Ich bulldoze mal. Einmal nur, um zu gucken, wie viel das so abzieht. Und es zieht sehr gut Damage ab, muss ich sagen. Dann sollte der nächste Rock Smash auch auf jeden Fall killen. Ja, also die Kombination zwischen Donphan und Hitmontop ist schon ein Traum, muss ich sagen. Also es ist schon ein bisschen sehr Dream Team-lastig, muss ich gestehen. Das läuft einfach auch mit denen. Komm jetzt einfach Miltank, weil ich glaube, Miltank ist sogar einfach... Standler ist, glaube ich, auch machbar. Ich sage euch, wie es ist, der ist auch machbar. Letzte Trainerin, die einfach nochmal freaking 5 Pokémon hat. Oh my goodness. Okay, das ist jetzt wirklich nicht so geil, muss ich gestehen. Weil das schon... Das sind schon sehr viele Monster. Ich habe das Gefühl, Hitmontop könnte alle von denen besiegen. Aber wir müssen halt AP-technisch aufpassen. Wir haben jetzt übrigens Brick Break auch drauf. Base Power 80er Move einfach. Okay, ich hatte ein bisschen Angst vor Belly Drum. Deshalb wollte ich den jetzt auf jeden Fall angreifen. Weil ich glaube, sonst wäre das eine große Gefahr geworden. Aber ich glaube, dadurch, dass wir Level 28 sind, werden wir, denke ich, weniger Erfahrungspunkte kriegen. Das ist jetzt so... Naja, würde ich jetzt gar nicht so sehr unterschreiben. Dann gehen wir mal in unseren Dawn, in Dawn-Fan. Der hoffentlich das Furret hinbekommt und dann kriegen wir hoffentlich auch die restlichen Mons irgendwie so weit hin, weil da kriege ich jetzt ein bisschen Schiss in der Buchse, muss ich gestehen. Also wir können den ja auch heilen zur Not einmal, unser Donphan, ne? So ist jetzt nicht. Ja, der hat Zertrümmerer, Gott sei Dank, drauf, was hier, denke ich, auch alles two-shottet oder den sogar one-shottet. Das ist auch absolut Schmackofatz. Sehr, sehr schön, Clefable. Jetzt weiß ich halt nicht, ob das einfach eine... Also gibt es hier den Feentypen oder nicht? Das weiß ich halt nicht. Ich gehe jetzt einmal eine Runde auf... Na. Okay, das killt Gott sei Dank nicht. Kann der das normalerweise auch? Ist Energieball ein Move, der im Repertoire von diesem hässlichen Kackviech drin ist? Okay, das hat sehr guten Damage gemacht. Ich muss jetzt nachgucken, ob der, was der für einen Typ hat. So, im Normalfall sollte das hier... Genau, ein Normal-Pokémon sein. Denn wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe... Gibt es in dem Spiel gar keine Feen-Pokémon. Das heißt, da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Das heißt, Drachen sind absolut busted in diesem Spiel. Und das ist auch gar nicht so gut, muss ich gestehen. So, Wigglytuff, wie machen wir jetzt gegen dich weiter? Ich denke, wir wechseln jetzt einfach mal in unser Papinella raus. Und schauen einfach mal, was der so kann. Der kann Competitive haben, deshalb, wir haben Struggle Bug gelernt. Das bringt mir leider nicht so viel. Aber wenn es dann... Oh Gott, okay... Never mind, wir wechseln wieder raus. Warum macht der so brutalst viel Damage? Also das war gerade wirklich nicht schön mit der Hyper Voice Damage, ne? Okay, wir erleben den schon mal ein bisschen besser. Ich hoffe, wir connecten Sleep Powder. Oh, Jerry! Oh, Gott sei Dank. Ey, jedes Mal, wenn ich das mit dem drücke, ne? Halbe Herz-Kaschball kriege ich da. Und ich überlege auch gerade, ob auf Jerry nicht sogar actually Leftovers der Play sind. Gerade mit Leech Seeds zusammen und wenn wir mit Sleep Powder arbeiten. Okay, er kriegt den Sing durch. Das ist auch sehr bescheiden. Aber mit Leech Seeds haben wir schon mal eher Optionen, irgendwie nochmal zu wechseln. Der hat Magic Guard. Oh mein Gott, willst du mich verarschen? Bro, das kannst du mir halt auch nicht verzählen, ne? Also das ist schon ein bisschen lächerlich, muss ich gestehen. Das ist halt jetzt schon ein bisschen lächerlich. Warum hat denn alles in seine Mama so eine Magic Guard Kacke? Also es gibt's halt auch gar nicht. Okay, den Hyper Voice haben wir wesentlich besser weggesteckt. Ja, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, wir wachen einfach auf. Ich glaube, ich muss ein bisschen darauf bauen, dass wir einfach aufwachen. Aber ohne Leech Seeds besiegst du halt schon wieder so viel weniger auch, ne? Jetzt muss ich halt hier mein eines Highlight-Item ziehen, anders kommen wir hier, glaube ich, nicht dran vorbei. Aber auch overall ist das gar nicht so eine geile Situation, weil ich mache dem halt nicht kontinuierlichen Damage oder so einfach. Weil, also es wird halt komplett blockiert, ne? Das heißt, ich muss jetzt immer Sleep Powders connecten.
Okay, das weiß ich noch gar nicht, ob ich das so schlimm finde. Solange ich jetzt mein Sleep Powder connecte. Und das tue ich. Weil da kann ich ein bisschen drumherum spielen. Okay, ich habe jetzt die Runde genutzt. Sie hat gewechselt. Ich bin in Swallow raus, um eine Runde Workup direkt mitzunehmen. Und sie ist im Miltank gegangen. Habe es davor halt eingeschläfert gehabt, dies, das. Und wir Two-Shotten ihn. Das ist sehr, sehr gut. Das, der Damage wiederum gar nicht gut. Weil eigentlich wollte ich gegen das andere Teil auch drin bleiben. Jetzt können wir den erstmal besiegen. Das ist schon mal das Wichtigste. Miltank schon mal weg. Ich weiß nicht, ob der Crit gemändert hat, je nach Damage Roll. Wie viel HP hatte Wigglytuff noch? Wahrscheinlich noch viel zu viele, ne? Ich habe dem noch gar keinen Damage gemacht. Okay. I mean, wir haben noch immer unser Hitmontop relativ voll in the bag. Wenn ich den jetzt schlafen legen kann, ist eigentlich alles gut. Ich wollte gerade sagen, der sollte ja eigentlich mit Hyper Voice einen Kill hier sehen. Wenn ich den jetzt schlafen lege, ist eigentlich alles okay, weil dann splitten sich die Erfahrungspunkte. Ein Hitmontop sollte eigentlich niemals gedingst werden. Wie heißt's? Getushottet werden, auch dank unserer Beere, die noch aktiv sein sollte, die noch da sein sollte. Penn mal. Oh, warte. Nee, der hat keinen Competitive, alles gut. Aber dann hätten wir sogar mit Strugglebug arbeiten können und natürlich kriegen wir einen One-Turn-Sleep. Alter, du willst mich auch verarschen, ne? Ey, Wigglytuff, du bist doch auch so ein Stück Dreck. Also ganz im Ernst. Wobei, niemals getushottet. Wir sind schon ein bisschen gechippt. Aber der hat eigentlich gutes Bedef. Okay, damit leben wir jetzt ein. Ich hoffe halt einfach, wir wachen jetzt auf. Ne? Das wäre jetzt eigentlich unfassbar wichtig, dass wir jetzt aufwachen. Oh mein Gott, danke. Weil wir sind schneller als der und zweimal Brick Break killt den auf jeden Fall. Und der geht sogar auf Parish Song. Damit er sogar seinen eigenen Tod besiegelt. Weil mit Jump Love hätten wir den, glaube ich, noch ein bisschen stallen können. Aber so ist auch geschafft. Und das sollte hoffentlich nicht genug Erfahrungspunkte sein, dass Mantaman jetzt overlevelt. Naja, easy. Wir haben so viel rumgewechselt. Absolut free. Endeavor. Wer zum Teufel will das lernen? Ach, er. Ich mach mal... Das ist ein Dark Move. Okay, das ist auch gut zu wissen. Ich mach mal Workup. Beziehungsweise... Ja, Thief drücke ich sowieso nie. Mach das mal weg. Und dann haben wir auch den Kampf, Gott sei Dank, überstanden. Ey, das war jetzt ein Rumgetanze um das Mon. Leco mio, unser Blanco. Gut, damit würde ich aber sagen, soll es mal wieder für den heutigen Part gewesen sein. Es war schon wieder ein Auf und Ab der Gefühle. Ich werde alles für den Arena-Kampf im nächsten Kampf vorbereiten. Für den nächsten Part wollte ich sagen, reden heute wieder. Wir sehen uns hoffentlich. Bis dann und ciao. Bye, bye.